Herr Professor Jani, wir sind beim ESMO 2019 in Barcelona, dem Europäischen Krebskongress. Ein Wort, was viele Patientinnen verunsichert, sind Biosimilare inzwischen. Das heißt im Grunde nachgebaute Medikamente, simpel ausgedrückt. Und es besteht oft der Zweifel, ob sie denn wirklich so gut sind wie die Originalpräparate, vor allem wenn sie aus fernen Ländern kommen. Hier wurden dazu auch Daten gezeigt. Wie schaut es denn damit aus? Absolut, das ist eine Erfahrung, die wir auch machen in unseren Krankenhäusern und Praxen, dass Patientinnen bei Generika oder Biosimilaren auch häufig eine gewisse Skepsis haben. Generika sind ja, ich sag mal, normale Standardmedikamente wie die Acetylsalicylsäure, früher Aspirin, die nachgebaut werden. Biosimilare Medikamente sind in der Regel deutlich komplexere Substanzen wie Antikörper, die eben nicht mehr identisch, aber sehr ähnlich dem ursprünglichen Antikörper sind. Das Biosimilar oder die Biosimilare, um die es in den letzten Jahren hauptsächlich geht, sind Biosimilare zu Trastuzumab, früher Herceptin, als alleinige Substanz. Jetzt eben eine ganze Reihe von Substanzen, die dem Trastuzumab als dem Herceptin sehr, sehr nahe kommen. Auch hier wurden Daten wieder vorgestellt. Ich glaube, man kann zusammenfassen, dass auch die Biosimilare, die aus fernen Ländern kommen, wie zum Beispiel China oder Südkorea, tatsächlich ihre gute und verträgliche Wirksamkeit bewiesen haben. Das wird bei uns in Deutschland oder in Europa sehr streng kontrolliert. Wir können sehen, dass auch die Produktion des ursprünglichen Präparats durchaus Schwankungen hat, weil es sich eben um einen Eiweißbaustein handelt, um einen relativ komplexen Baustein, der wie das Eiweiß im Hühnerei tatsächlich Schwankungen hat. Das ist beim Originalpräparat so, das ist aber auch bei den Biosimilaren so. Und diese Biosimilare werden sehr genau überwacht in ihrer Wirksamkeit. Fazit, aus meiner Sicht kann man als Patientin mit einem HER2-positiven Mammakarzinom auch beruhigt sein, wenn man ein biosimilares Produkt bekommt und nicht das ursprüngliche Präparat. Vielen Dank für diese klare Aussage. Sehr gerne.